Schokolade. Ich meine, yo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of GrSSF. In der letzten Folge sind wir in der amerikanischen Enklave angekommen. Wir haben den Auftrag, die Aufseherin zu treffen, nachdem wir in Pascals Haus reingegangen sind. Und ja, deswegen nochmal. Ach ja, wegen dem Waldknist, glaube ich. Für Informationen für den Waldknist. Und ja, wir gehen mal jetzt zur Aufseherin. Boah! Na gut. Ah ne, irgendjemand hat die Forschungsberichte von Pascal geklaut, genau. Deswegen soll man zur Aufseherin. Dann gehen wir mal los. Scheiße, ist doch warm draußen. Oh, da hinten glitzert was. Haben will. Warum? Don't have to shout. We can hear you just fine. Hey, Poisson! Long time no see! Pascal, you know it's against the rules to bring outsiders here. Come on, don't be like that! Is the overseer here? I gotta ask her some stuff. The overseer has long since stopped speaking with others. If you wish to talk to her, you must do so through me. Okay, sure. It'll be good practice, since you're eventually gonna be the next overseer. So, can we get into the Archive of Wisdom? The Archive's been around for centuries. It's basically a big hall where we store everything we've ever learned. It's crammed full of totally awesome stuff, and I've been wanting to check it out for a while. Okay. The Overseer says that none but herself may enter the Archive of Wisdom. Ja, so viel dazu. Yeah, I know what she's gonna say. I want you to let us in. Jeez, don't be so uptight. Maybe you're not uptight enough, Pascal. Poisson, did you know Fendel is running experiments on the Valkyries? Möchte nur mal hinzufügen, ich liebe es, wie Pascal Poisson sagt, ey. Das finde ich richtig süß. What of it? What of it? If we don't put a stop to him ASAP, things are gonna get really bad really fast. The Overseer and I were informed that everything is proceeding just fine. Poisson, listen. Ja, schon wieder. Pretty sure they're using my old research. I stopped working on that research because I couldn't get it to work. Extracting Eleth was doable, but once the output reached a certain rate, things would get all out of control. If they use that on the Valkyries, it's gonna be totally catastrophic. Irgendwie betrifft die halt ja irgendwie nicht, weil die irgendwie im Untergrund sind. Aber nur so nebenbei. Aber anscheinend doch. The Overseer says we have no authority to interfere in such matters. Okay. Then tell me who's doing the experimenting and I'll talk to him myself. Heck, it's probably the same person who took my research in the first place. Your sister is in charge of the project. Fourier? I should have guessed. So is she here or what? No, she left some time ago and is currently operating her own laboratory. No kidding. Well, how's about you tell me where it is and I'll go chat her up. Did you see a sign on your way up from Zavhurt where the road splits in two? If you take the other path from there, you'll find Fourier's laboratory at the end. Das heißt, wir können den ganzen Weg zurücklaufen. Thanks, Poisson. Poisson. Sorry, guys, but I gotta run down to that lab and see what's going on. We'll go as well. It sounds pretty serious. Besides, if this leads to the Valkyries, it will eventually lead us to Richard. It makes sense for everyone. Aw, thanks, you guys. All right, let's hit the road. Yeah. Okay. Das war ein sehr einseitiges Gespräch und Feuerkolbensamen. Ja, yeah, ich wusste, dass hier ein Samen ist. Skid vielleicht. Hier oder da. Poisson. Kein anderes Volk der Welt besitzt Technologie wie Amartianer. Amartianer. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch aussprechen würde. Manche sagen, wir stecken hinter den Ruinen dieser Welt, aber Einzelheiten kenne ich nicht. Das ist sehr komisch, wenn ihr nicht wisst, dass ihr irgendwie dafür verantwortlich wart. Jetzt als wissen die Ägypter nicht, dass sie früher die Pyramiden gebaut haben.
Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, gehen wir zur Furies Labor auf der linken Seite. Da waren wir ja schon, da war der Speicherpunkt, glaube ich. Da sind wir schon mal vorbeigelaufen. Ja, erinnert ihr euch? Ja, erinnert ihr euch nicht? Nee, okay. Dann gehe ich mal jetzt den ganzen Weg dahin zurück. Und, Hallöchen, du siehst aus, setzt du eine Quest oder so. Oh Mann, was soll ich nur tun? Hey Mann, wieso so trübselig? Was ist los? Können wir helfen? Tja, ich soll eine Probe von etwas nehmen. Aber ich fürchte, ich kann es nicht. Wieso? Nun, ich muss die Hauptbestandteile beschaffen, die in anderen Maschinen verwendet werden können. Mit Pascals Hilfe würde ich es sicher auch schaffen. Was meine? Ach echt? Warum ist es denn so schwierig, die Proben zu nehmen, mein Gott? Ich kann einfach nicht lesen, was soll denn Scheiß? Ja, ich glaube, an Ort und Stelle ist das leichter zu verstehen. Ich habe eine Anfrage eingereicht. Ihr könnt ja mal nachsehen. Hier, oder was? Und dann gehen wir mal gucken. Titel? Naja. Hab wieder ein bisschen trainiert, aber ein paar Titel, Autorität, Hitzeresistenz. Und was weiß ich, da war auch noch was. Curry-Liebhaber, ja, wenn man ganz viel Curry kocht. Hab ich auch bekommen. Make-up, ja. Tun wir das mal nehmen. Kann ich mal direkt neu ausrüsten. So, Chef, ja, wegen den ganzen Kochgerichten. Revitalisierung, jawohl. Ich habe gar nicht geguckt, was das alles bringt, aber richtig geile Sachen. Grim Selfie. Ja, ausweichen. Was noch? Und Schmerzhieb und Geisteransturm, Kreisangriff? Nein, warte mal. Nee, nicht überleben. Ich weiß nicht. Boxerin. Ja, nehmen wir das. Oder das. Oder das. Ja. Ach, der Rest auch noch, wenn es geht. Spukfackel, neue Art. Okay. Und warte mal, du hattest hier irgendwie was. Strahlbogen, nee. Nicht E-Arzt, hallo. Ich brauche wieder viel Verteidigung, weil ich nur was brauche die. Ja. Okay, warte mal, da war noch was. Nee, Boxen. Egal. So, gucken wir mal die Anfrage an. Da können wir auch direkt ein paar Anfragen einreichen, falls wir irgendwelche erfüllen können. Ich meine aber ja, als ich aufs Screen mal da geguckt habe. Dann komm her. Forschungsprobe. Buch des heiligen Wassers. Ich brauche die Forschungsprobe aus dem Zimmer mal neben meinen. Ich würde sie selbst holen, aber ich kann die Blödfalle nicht entschärfen. Okay. Aber erstmal mandarinfarbiger Schal, cool. So, Giftsud. Und geil. Hier. Ja, weiter. Kann noch weiter gelevelt werden. Ja, und die Quest, die scheint einfach zu sein, also gehen wir mal schnell erledigen, ne? Ne? Okay. Neben meinen. Sein Zimmer neben meinen. Aber hier gibt's doch nur zwei Häuser, was? Ich gehe einfach mal hier zu Pascal und Furies Haus. Das ist also die Furie, hm? Ist das hier irgendwo? Nein, okay. Oder er meint irgendwie ein Dingens in Savard. Ja, er hat doch was von Savard gesagt, ne? Ja, gucken wir hier nochmal und dann... Oh, hi. Anscheinend doch. Natte wollte ich. So, wann ist denn das jetzt das Zimmer von den Typen? Halt! Stopp! Was ist denn? Was ist denn hier los? Ah, ich wusste es. Hier steht eine von meinen Fallen. Schon die kleinste Erschütterung sorgt dafür, dass sie klebrige Flüssigkeit verspritzt. Eine falsche Bewegung und zack, alles klebt. Warum machst du sowas? Ich hatte Streit mit meiner Schwester. Eigentlich habe ich es nur getan, um sie zu ärgern. Das ist eine ziemlich seltsame Methode. Wirklich? Du und dein kleiner Bruder habt euch doch sicher auch mit Klebefallen bekämpft, als ihr klein wart? Eigentlich nicht. Egal, ich schaue mal eben hier ein bisschen und da passt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Gut, das war's. Hm? Was hast du, Xavier? Du bist ja total weggedriftet. Wie? Ach, nichts. Ich habe nur gerade überlegt, wie schön das gewesen sein muss. Was? Das Streiten?
Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe nie mit meiner Familie gestritten. Frederick ist seine ganze Familie nicht. Einen alten Mann kann man nicht mit Kleber bespritzen. Ich weiß, aber trotzdem, irgendwie beneide ich Pascal. Vielleicht können wir ja dir Geschwister besorgen. Einen Schwiegerbruder vielleicht. Hey, was redest du denn da? Was? Hast du ein Problem mit dem kleinen Bruder? Hä? So war das nicht gemeint, das weißt du. Was ist da wohl passiert, denkt sich nur Esper. So, Cherry hat Einzelkind bekommen. Kann zwar nicht viel besser sein als Revitalisierung, aber... verarzten, okay. Jetzt hat runter. Jetzt mal sowieso wieder ein paar Titel hier aufleveln. Dass das Let's Play irgendwie nur zur Hälfte aus Titelauswahlen und so hier besteht, das ist Rollenspiel. Egal. Ich werde offscreen eigentlich alle Titel, die ich habe, auf Maximum bringen. Das wäre richtig blöd eigentlich, weil dann wäre ich viel zu stark und es wäre voll langweilig. Beim Nachhinein den ganzen Titel hier so umzurüsten, ist auch nicht so spannend. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, 11 Minuten und wir sind noch keinen Schritt hier rausgegangen. So, Forschungsprobe, Buch des Heiligen Wassers, Revitalisierung, Grimmsilf. Ach, dann haben wir jetzt, glaube ich, ein Buch dazu, eine Art Heiligen Wassereffekt. Absondert. So, maximales K, jawohl. So, nächster. Also Schubaufnahme. Ich tue mal ein paar auf Level 5. Dann wieder ein paar zum Maximieren. Einzelkind. Warte mal, Revitalisierung, ne? Jawohl. Na, warte mal, noch hier so auf 1. Ich tue mal ein paar auf Level 5, ja. 11 Schub-KP wieder schon plus 30, ja. Klingt gut. Grimmsilfe. Ausweichen, das brauchen wir nicht. Warte mal hier. Lebensgewinn, ja. Vitalität. Überaufladen. Ja, das ist auch gut. In fact, we take this. Kritischer Angriff brauche ich nicht. Bank-KP brauche ich nicht. Betäubung brauche ich nicht. So, wir nehmen das einfach. Tun wir mal ein paar auf Level 5. Skit? Nein. Schokolade? Nein. Na gut, dann gehen wir raus hier. Und zu Furies Labor. Das ja westlich von hier ist. Wir können jetzt den ganzen Weg dahin latschen, nehme ich an. Super. Egal. Muss halt, ne? Passt schon. Wie läuft das Geschäft? Passt schon. Hier ist Dingens aus Final Fantasy 10.2. Wenn man hier die Monstergeschichten hier aus der HD-Version, wenn man hier so Monstergeschichten abschließt. Oh, ich kann mich auch teleportieren, gut. Transportieren. Da waren irgendwie so Monster, die irgendwie so Geschäfte abschließen und fragt da so einer, wie läuft das Geschäft? Und alle so, passt schon. Richtig geile Aussage. Haben wir hier noch eine Quest? Savert. Wow, ja. Okay, das gehen wir jetzt nochmal alles ab. Falls wir überhaupt neu hier rumlaufen können. Können wir hier noch unbeschadet rumlaufen, ohne dass wir von allen Seiten genommen werden? Ja, irgendwie sind die Soldaten weg, die haben uns schon wieder vergessen. Wenn sie mal so Plakate, so selbstgezeichnete Plakate von uns aufgehen, dann hätten die uns sofort erwischt, wie ein Symphonie-Ei. Oh Gott. Da. Da, oder? Rohmaterial. Platinwurfklinge. Okay. Platinwurfklinge. Habe ich glaube ich schon, ne? Nö. Wow. Sogar SK wieder ein bisschen bekommen. Oh, das waren Punkteverschwendungen, jetzt wo ich darüber nachdenke. Verdammt. Ja. Dann wieder ein paar auf Level 5. Damit die Übersicht nicht hier verloren geht. Schwerkraftschutz, ja, meinetwegen. Nee, doch nicht. Kritischer Charme plus, ja, 700 nur. Hier. Plasma-Schock. Ich hab das Mann noch nicht gelernt? Wollte ich das nicht schon vor, was weiß ich, wie langer Zeit mal lernen? Glaubensschleier, nein. Verzaubern. Gegen maximal KP-Fahren jetzt kritisch plus.
Bank-KP. Aber irgendwie so was hier mit Dingens. Trank des Lebens oder irgendwie so was. Boah. Das einfach. So, und ja. Nochmal, geil. Betäubung, ja. So, wieder eine Quest abgeben. Platin-Schutz. Oh, schon wieder, aber schon wieder mal ein paar hier geschafft. Da kann ich auch irgendwie besser trainieren. Physische Verteidigung, ja, nehmen wir das mal. Zaubern. Zwogel. Ja, machen wir das. Weizen, okay, ja, das ist auch gut, aber lassen wir das mal. Und nehmen wir das jetzt einfach mal, damit auch was bekommt. Und ja, Schwertsturm. Ach so, ja. Ja, Biest, nimm mal Biest. Oder ist Biest nicht dieser aufgeladene Angriff? So. Und auch Level 5. Maximales K, Bank-KP, Bank-KP. Ja, Smart Schlag. Geil, jetzt haben wir schon 16 Minuten um und haben nichts geschafft. Also typisch. Ja, wir haben Partie auf Level 5 gemacht. Das ist so auch was, ne? Muss es, weil mehr haben wir nicht gemacht. Aber wir könnten es noch bis zum Labor schaffen. Ja, bis zum Labor schaffen wir noch dicke. In 3 Minuten so ungefähr. Also, ja. Wenn wir die Zufallskämpfe hier auslassen, dann schaffen wir halt noch. Dann geht's wieder im nächsten Part so richtig ab. Oh, ich habe noch so einen Trank ausgerüstet. Väterlicher Rat. Natürlich kommt noch ein Skit. Damn it. Now it will appear as though I've been wrong the entire time. Hey there, little bro. What you thinking about? Oh, nothing worth discussing. Come on, Hubert, don't be that way. You and Pascal are friends now, right? Hey. I never agreed to that. Like fun you didn't. We grew up in different environments. I don't know what our father taught you, but my foster father instructed me never to trust like. Du meinst den Typen, der dich hasst und umgekehrt? You should still remember exactly what dad taught us. He taught us to respect our companions. I don't know how you were raised once you left, but you're still my brother, Hubert. We still share some of the same values. How can you be that way? You don't criticize or mistrust or try to pin blame. How are you able to believe in me at all? Cause you're friends? We're brothers. What? Mein Gott, ey, wie er sich hier in allen möglichen Situationen widerspricht. Deswegen könnte ich wohl falsch gelegen haben. In was denn alles? Irgendwie lag Hubert in irgendwie 80% der Sachen, die er alles gesagt hat, immer irgendwie falsch. Oder war einfach misstrauisch. So geht das auch natürlich. So, warum drücke ich überhaupt die ganze Zeit eins? Das ist so ein, als ob ich nicht den Weg kennen müsste. Ah, da links. Ja. Geh weg. Verdammt, jetzt hätte ich dieses eine Buch mal in den Mixer reintun sollen. Rettich. Damit die Gegner nicht auf mich losgehen. So. Ah, gut. Es gibt. Nein, okay. Dann würde ich sagen, ich mache hier schon mal einen Schnitt. Wir sind jetzt. Du gehst nicht auf mich los, oder? Ich habe auf dich. So. Hast du davon? Bevor der mich hier nervös macht, ey. Ja, ich spiele immer noch Malik. Und ich bin tot. Fuck. Manchmal unbedingt so Tränke des Lebens Bonus. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg. Und ihr seid weg. Ma. Na gut, egal. So, haben wir den Kampf noch geschafft und würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grisf. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.